Live Erik Holm, Sie sind der Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern der AfD. Was waren für Sie die wichtigsten Beschlüsse dieses Wochenendes hier in Stuttgart? Na, erstmal bin ich sehr, sehr froh, dass wir heute wahrscheinlich zu einem Ende bekommen und endlich ein Grundsatzprogramm haben. Wir waren nicht ganz sicher, ob wir das schaffen würden, denn 1400 Anträge, das muss man erstmal bewältigen. Und deswegen bin ich sehr froh über die disziplinierte Arbeitsweise unserer Mitglieder hier. Und da konnten wir einige Pflöcke einschlagen. Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Das ist sicherlich eine Hauptforderung der AfD, die hier beschlossen wurde. Wie viel Islam gibt es bei Ihnen zu Hause in Mecklenburg-Vorpommern? Bei uns nicht so viel, aber wir müssen ja über den Tellerrand hinausschauen und für die Zukunft arbeiten. Das ist ja die Aufgabe der Politiker. Und deswegen sagen wir, wir müssen aufpassen, dass es nicht passiert, dass wir die Probleme bekommen, die wir in Brennpunkten Europas sehen. Überwiegend natürlich auch bei uns in den Großstädten, aber auch noch dezidierter in Paris zum Beispiel, in Brüssel, in Marseille. Das wollen wir nicht. Wir müssen aufpassen. Wir sagen ja auch nicht, dass die Muslime, die hier bei uns leben und rechtstreu sind, nicht zu uns gehörten. Wir sagen aber, der Islam an sich als politische Ideologie gehört eben nicht zu uns. Darüber hinaus, was war Ihnen noch wichtig? Ich meine, es ging sehr hoch her bei der Frage direkte Demokratie, Begrenzung der Amtszeiten von Politiker, auch des Bundespräsidenten und so weiter. Was war Ihnen daran noch wichtig? Also wichtig ist uns insbesondere und auch mir persönlich, dass wir zu mehr direkter Demokratie kommen. Darüber wurde hier sehr eifrig gestritten. Es besteht aber ein großer Konsens in der Alternative für Deutschland, dass wir die direktdemokratische Partei sein wollen. Wir wollen Volksabstimmungen nach Schweizer Vorbild, nicht eingeschränkt in irgendeiner Form, sondern so, wie es dort ist. Wir wollen uns als Bürger einfach mehr beteiligen können. Jetzt liegen Sie in den Umfragen für Mecklenburg-Vorpommern zurzeit bei rund 18%. In Sachsen-Anhalt hat die Partei 24,3 geholt. Da kommt die eine oder der andere auf die Idee, mit der Regierungsfähigkeit schon zu liebäugeln. Halten Sie das für verfrüht oder finden Sie diese Linie der AfD-Führung, Führungsfrau Frau Petri, gestern geäußert, richtig? Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, hat sie ja gesagt, wir sollen perspektivisch darüber nachdenken, dass wir natürlich Regierungsverantwortung übernehmen wollen, denn wir wollen ja was bewegen in Deutschland. Das ist aber jetzt kurzfristig natürlich nicht abzusehen. Ich wüsste auch gar nicht, welcher Partner da in Frage käme, denn alle sagen ja, mit uns wollen sie nicht. Verstehe ich natürlich nicht, aber es ist so, wir müssen ja auch erstmal im Parlamentarismus ankommen. Das gilt für mich auch in Mecklenburg-Vorpommern. Wir als AfD wollen ja erstmal in den Landtag einziehen, natürlich als starke Kraft. Wir haben jetzt ja auch herausgegeben, das Ziel, stärkste Partei dort zu werden. Und dann müssen wir weitersehen. Ich denke, wir müssen uns erstmal einfinden. Insofern wäre uns die Oppositionsrolle durchaus recht. Aber natürlich werden wir uns Gespräche nicht verweigern. Und wenn wir stärkste Kraft sind, werden wir natürlich auch gerne zu Gesprächen einladen. Mit welchen Konzepten gehen Sie denn in den Wahlkampf? Bei uns in Mecklenburg-Vorpommern wollen wir unser Familienprofil ganz klar in den Vordergrund stellen. Es gibt natürlich viele Themen, aber wir haben ja eine große Krise in Deutschland und natürlich auch bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben viel zu wenige Kinder. Bei uns wird ja gefeiert, quasi der Ministerpräsident sagt, die Abwanderung ist gestoppt. Per Saldo ist das sogar richtig. Allerdings, wenn man sich die Zahlen genauer anschaut, sieht man, es kommen viele Ältere zu uns, die bei uns ihren Lebensabend verbringen wollen in der frischen Luft an der Küste, was ja auch schön ist. Aber wir haben viele junge Menschen, die abwandern und wir bekommen viel zu wenige Kinder. Deswegen müssen wir unsere Familien deutlich stärker unterstützen. Wären die Flüchtlinge da nicht auch eine Chance, gerade für den ländlichen Raum? Wir sagen, wir wollen mehr Kinder, also unsere Kinder. Da kann Zuwanderung keine Lösung sein. Es kann natürlich eine qualifizierte Zuwanderung in Maßen stattfinden. Da sagt die AfD, das ist durchaus möglich. Aber wir setzen nicht auf die Zuwanderung zur Lösung der demografischen Krise. Tourismus spielt ja auch eine große Rolle in Mecklenburg-Vorpommern. Gibt es da Konzepte, wo die AfD sagt, auf die eine oder andere Art und Weise wollen wir den Tourismus fördern? Ja, das wollen wir natürlich, denn der Tourismus ist wirklich ein absolut entscheidender Wirtschaftszweig bei uns im Land. Wir sehen jetzt aber auch, dass die Kapazitätsgrenzen für den Tourismus an einigen Orten, zumindest an den Bädern, erreicht sind. Wir müssen jetzt mehr auf Qualität, auf Infrastruktur setzen. Das ist unser Thema. Zum Schluss noch, Herr Holm, Sie haben jetzt das Grundsatzprogramm beschlossen im letzten Jahr, wenn Sie an den Parteitag in Essen denken, der war ja wirklich eine Zäsur mit Bernd Lucke und seinem Abgang. Wenn Sie das vergleichen, Essen und Stuttgart jetzt, was hat sich in der AfD verändert? Nicht viel, ehrlich gesagt. Also es gab natürlich in Essen ein paar Turbulenzen. Das ist unausweichlich, wenn es um solche Dinge geht. Aber im Grunde hat sich nichts geändert. Ich bin ja auch der gleiche wie vorher. Ich habe vorher mit Professor Lucke auch gut zusammengearbeitet. Es gab da eben
ich sag mal, im Wesentlichen persönliche Probleme, die dazu geführt haben, dass das alles eskaliert ist. Ich denke, wir haben keine große Änderung erfahren. Also ich bin als liberal-konservativer Denker ja auch nach wie vor dabei. Also solche großen Änderungen gibt es da gar nicht. Vielen Dank.